Vielen Dank, Christian. Und damit herzlich willkommen zu ZAPP. Normalerweise schießt die Bild ja gern gegen andere, doch nun steht ihr Chefredakteur Julian Reichelt selbst unter Beschuss und ist aktuell freigestellt. Dazu gleich mehr. Vergangenen Monat, da war sie im Mittelpunkt. Bei der Bild und anderen Boulevardmedien, das Model Kascha Lehnhardt. Sie lebt nicht mehr. Und deshalb können wir sie auch nicht mehr fragen, wie sie die Berichte über sich nach der Trennung von Fußballspieler Jerome Boateng empfunden hat. Unsere Autorinnen Inga Martwig und Kim Mauch stellen deshalb ganz bewusst nochmal die Frage, welche Grenzen hat der Boulevard in Bezug auf Kascha Lehnhardt überschritten? Katarzyna Lehnhardt, genannt Kascha. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, arbeitete als Model und Influencerin. Bekannt wurde sie schon 2012 als Teilnehmerin der Castingshow Germany's Next Topmodel. Am 9. Februar, mit 25 Jahren, hat sie mutmaßlich Suizid begangen. Eine Woche zuvor, am 2. Februar, wird ihre Trennung vom FC Bayern-Spieler Jerome Boateng bekannt und ein regelrechter Mediensturm bricht über sie herein. Gefolgt von Anfeindungen und Hass im Netz. Vielleicht hat ihr Tod damit gar nichts zu tun. Wir wissen nicht, warum Kascha Lehnhardt offenbar so in innerer Not war. Und in diesem Film wollen wir auch nicht darüber spekulieren. Uns geht es um die Berichterstattung. War die in Ordnung? Oder wurden hier Grenzen überschritten? Zuerst wollen wir sammeln, was überhaupt berichtet worden ist. Viele Artikel und Videos sind online erschienen. Wir drucken die Schlagzeilen aus, um die schiere Menge der Berichte anschaulich zu machen. Der Auftakt. Eine Instagram-Story von Jerome Boateng. Am 2. Februar gibt er so die Trennung von Kascha Lehnhardt bekannt. Lehnhardt widerspricht, schreibt, dass sie die Beziehung beendet habe, aufgrund seiner Lügen und Untreue. Die Boulevardmedien berichten daraufhin ausgiebig. Jedes Instagram-Posting wird zur eigenen Story. Nicht nur RTL frohlockt. Bahnt sich da etwa eine Schlammschlacht an? Alle Infos zur Schlammschlacht gleich hier bei uns. Auf Instagram kündigt sich nun ein dicker, fetter Rosenkrieg an. Riesig wird die Geschichte dann aber, als Boateng noch am gleichen Abend der Bild ein Interview gibt. Das erscheint am 2. Februar online. Und einen Tag später in der gedruckten Bild. Eine Seite, fast ausschließlich über seine Ex. Hier behauptet er: Kascha wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste. Außerdem behauptet er hier auch noch weiter in dem Interview, dass sie sehr viel lügen würde und massive Alkoholprobleme hätte. Ganz am Ende steht noch einmal fett gedruckt: Kascha Lehnhardt wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. So bleibt Boatengs Darstellung zunächst unwidersprochen. Und statt die Vorwürfe zu hinterfragen, greifen weitere Medien das Narrativ auf. Lehnhardt, die Zerstörerin. Jerome Boateng beschuldigt Kascha, sie wolle eine Straftat vortäuschen, um sein Leben zu ruinieren. Die Beziehung zu Kascha ist wohl nicht ganz so freiwillig. Ihre Vorgängerin hat Kascha vorgeworfen, die Beziehung der beiden ruiniert zu haben. Wie ist das, wenn Medien alle Beziehungsdetails kommentieren, spekulieren? Vorwürfe weitertragen. Sie kennt sich damit aus. Kathi Hummels, Moderatorin, Influencerin und nebenbei auch die Frau von Mats Hummels. Ihre Erfahrungen mit schlechter Presse und Shitstorms beschreibt sie sogar in ihrem Buch. Als ich von dem Suizid von Kascha Lehnhardt gehört habe, da habe ich richtig, richtig Gänsehaut bekommen. Mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen und ich war einfach nur zutiefst traurig, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Ich kenne die Öffentlichkeit, ich kenne die Branche, die Fußballbranche, die Glam-Branche. Und ich weiß einfach, dass ganz viele Dinge, die da in den Medien stehen und auch in der Öffentlichkeit von uns Spielerfrauen in Anführungsstrichen geschrieben werden, einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Hummels hat 2014 als WM-Reporterin selbst viel mediale Häme einstecken müssen. Sie sei oft degradiert und nur als Fußballerfrau bezeichnet worden. Die Medien haben eine krasse Macht. Wenn die jetzt wollen, dass ein Mensch in eine Schublade gepresst wird, dann wird es auch passieren. Und wenn Dinge dann gut geklickt werden, was die Medien natürlich dann auch wissen und sehen, leider ist es so, dann berichtet man immer mehr und mehr und mehr und mehr über diese Person, über Shit, über Hate und böse Stories. Böses kommt besser an als Gutes.
Und vielleicht werden ja deshalb die bösen Vorwürfe von Boateng kaum hinterfragt. Dabei äußert sogar die Bild-Unterhaltungschefin früh erste Zweifel. Ehrlich, für mich sehr, sehr schwer zu verstehen. Und ich kann nicht beurteilen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber dass sich so ein Mann in eine Beziehung drängen lässt und sich so als Opfer darstellt, ist für mich als Frau sehr, sehr schwierig. Die Medienkritikerin Samira El-Wassil hat den Fall verfolgt. Sie erkennt in Bezug auf Lenhardt ein eindeutiges Framing. Es werden immer wieder dieselben Archetypen bedient und dieselben Narrative und Storytelling-Muster, die oftmals eben frauenfeindliches Moment innehaben. Also eins ist zum Beispiel die Geschichte der Familienzerstörerin, was auch Kascha Lenhardt übergestülpt wurde als Narrativ. Also dass sie gekommen ist und eine intakte Beziehung aufgebrochen hat mit ihren manipulativen Fähigkeiten als Frau. Denn die Frau als Übeltäterin, als Antagonistin zu präsentieren, sorgt tatsächlich immer noch für mehr Reichweite, für mehr Klicks, für mehr, man kann es besser im Clickbait aufbereiten und sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Nun gibt es ja aber auch Stimmen, die sagen, dass Frauen, die auch zum Teil bewusst sich in die Öffentlichkeit stellen, also auch Influencerinnen wie Kascha Lenhardt es war, damit auch eine Verantwortung tragen, weil sie es ja selber bewusst sich inszenieren. Auch wenn die sozialen Medien eine Teilöffentlichkeit darstellen, muss man festhalten, dass es nach wie vor darum geht, auch Personen, also ich meine jetzt nicht nur Frauen, sondern überhaupt alle Akteure, Nutzer, Menschen, Rezipienten, die sich eben in den sozialen Medien bewegen, ein Recht auf den Umgang mit ihren eigenen Informationen, ein Recht mit dem Umgang ihrer eigenen Körper, ihrer eigenen Stimme, ihrer eigenen Aussagen haben. Und da können Boulevardmedien, auch wenn sie sagen, das sind dann Personen der Öffentlichkeit, nicht einfach drüber fahren und erklären, wir versuchen so viel Geld wie möglich daraus zu ziehen. Das ist unser gutes Recht. Noch sind wir hier aber nicht fertig. Der Boulevard dreht die Geschichte weiter. Längst geht es nicht mehr nur um die Trennung. Zum Narrativ der bösen Verführerin passen Lenhardts Tattoos und ihre Beauty-OPs. Und am 9. Februar darf bei RTL dann die ex-beste Freundin nochmal über Lenhardt herziehen. Mein Empfinden ist auf jeden Fall definitiv, dass Kascha dort reingegrätscht hat in deren Beziehung und sich genommen hat, was sie wollte, egal wie. Meine Wahrnehmung war, dass Kascha schon ein gewaltiges Ego-Problem damit hatte, dass sie eher dann die Sidechick war. Klartext über die Sidechick, die Frau in der zweiten Reihe, die selbst aber wieder nicht zu Wort kommt. Fast zwei Wochen nach Kascha Lenhardts Tod berichtet Bild dann das. Es soll ein Schweigeabkommen zwischen Lenhardt und Boateng gegeben haben. Darin habe sie sich verpflichtet, über alle Informationen, von denen sie im Rahmen oder gelegentlich ihrer persönlichen Verbindung zu Boateng Kenntnis erlangt hat, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Lenhardt habe auch eingewilligt, für jeden Fall des Verstoßes gegen die Verpflichtungen eine Vertragsstrafe zu zahlen. Ist denn die Berichterstattung überhaupt rechtens? Das wollen wir jetzt juristisch einschätzen lassen, und zwar hier bei der Kanzlei Prinz. Hier arbeitet Hamburgs bekanntester Presserechtler, Professor Matthias Prinz. Er hat schon Caroline von Monaco und Karl Lagerfeld vertreten. Sie haben ja gesagt, das ist für Sie so ein Fall, an dem Sie auch persönlich Interesse haben. Ich habe an dem Fall persönlich Interesse, weil es zeigt, wo Persönlichkeitsrechtsverletzungen möglicherweise hinführen können. Die Gefährdung einer Gesundheit und eines Lebens durch solche Veröffentlichungen ist ja nicht von der Hand zu weisen. Vor allem das Interview der Bild mit Boateng sieht Prinz, milde gesagt, kritisch. Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca zerstörte und mich erpresste. Also, ich finde es eindeutig rechtswidrig. Warum ist dieser Satz rechtswidrig? Na, er behauptet, die hätte ihn erpresst. Das ist ja Verleumdung. Also, das Ding verletzt so viele verschiedene rechtliche Möglichkeiten, dass man sich erst mal überlegen muss, was man macht man überhaupt. Presseratsbeschwerde, Landgericht, sonst irgendwas.
Hat denn jemand wie Kascha Lehnhardt, der selbst Teile seines Privatlebens auch auf sozialen Netzwerken öffentlich macht, damit automatisch weniger Anspruch auf Privatsphäre als andere Personen? Ja, grundsätzlich schon. Der Schutz der Privatsphäre reduziert sich, wenn man selbst seine Privatsphäre öffnet. Wenn Sie selbst gesagt haben, ich habe Alkoholprobleme und habe meinen Freund Jerome erpresst, dann hätte sie auch da keinen Schutz mehr. Aber solange sie das nicht getan hat, es gibt keine generelle Öffnung der Privatsphäre. Und was würden Sie denn Mandantinnen in so einem Fall raten? Sagen wir mal, so ein Interview wird veröffentlicht. Wie geht man da am besten vor? Unterlassungsansprüche gegen Boateng, gegen die Zeitung und Schmerzensgeld. Presseratsbeschwerde und Schmerzensgeld, würde ich sagen. Was sagt Bild dazu? Wir sind in Berlin und bitten um ein Interview. Ja, schönen guten Tag, Herr Senft. Hier spricht Inga Martwig vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Das Interview bekommen wir nicht. Wir können unsere Fragen aber schriftlich schicken, sagt der Pressesprecher. Und Jerome Boateng? Wir schreiben eine Anfrage an sein Management. Eine Antwort bekommen wir nicht. In der Woche vor Lehnhardts Tod häufen sich auch auf Instagram die Kommentare. Viele Beleidigungen, Anfeindungen, auch Hass. Einige übernehmen das Framing der bösen Zerstörerin. Wir zeigen sie bewusst nicht. Auch Kathi Hummels hat erlebt, wie negative Berichterstattung einen Shitstorm nach sich zog. Ich habe die Nachrichten unter ihrem Profil gelesen und es war wirklich harter Tobak. Deswegen will ich auch mit dem Tod von Kascha, deswegen spreche ich da auch drüber, alle aufrütteln und sagen, Leute, wenn man Menschen mobbt und Menschen permanent mobbt, wenn die nicht stark sind, wenn die keine starke Psyche haben, die glauben das irgendwann. Und das ist keine Spekulation. Die werden konditioniert. Wenn du ständig hörst, du bist scheiße, du verdienst es nicht zu leben, wenn das von allen Seiten auf dich einprasst, dann glaubst du das. Du glaubst es. Wie sehr diese Kommentare Kascha Lehnhardt belastet haben, wissen wir nicht. Ihre Mutter hat nach ihrem Tod allerdings ein Posting auf Instagram veröffentlicht, und in dem gibt sie dem Mobbing an ihrer Tochter zumindest eine Teilschuld. Bild hat geantwortet. Allerdings nicht auf unsere Fragen, etwa zum Vorwurf, dass die Berichterstattung rechtswidrig sei. Sie gibt nur folgendes Statement. Bild hat, wie auch viele andere Medien, über die Trennung und deren Umstände berichtet. Beide Prominente hatten selbst über die sozialen Medien den Weg in die Öffentlichkeit gewählt. Die Möglichkeit, sich auch in Bild zu äußern, hatten wir Frau Lehnhardt selbstverständlich angeboten. Und zwar noch bevor Bild das Interview mit Boateng veröffentlicht hat. Doch nur weil eine Person öffentlich auftritt, muss sie Anfeindungen nicht in Kauf nehmen. Nach Lehnhardts Tod haben im Netz Dutzende InfluencerInnen ihre Solidarität bekundet und sich gegen Hass ausgesprochen. Und neben uns haben auch noch weitere Medien die Berichterstattung des Boulevard kritisch analysiert. Wenn auch Sie sich seelisch nicht gut fühlen, dann sprechen Sie bitte darüber und nehmen Sie Hilfe an. Entsprechende Angebote mit Kontakten finden Sie auf unserer Seite im Netz. Wir haben es eben gerade gesehen, bei ungeprüften Vorwürfen hat die Bild keine Manschetten, große Schlagzeilen drüber zu machen. Aber über diese Geschichte ist gerade nichts bei ihr zu lesen. Gegen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt läuft ein sogenanntes Compliance-Verfahren. Darin werden Vorwürfe geprüft, ob Reichelt seine Macht missbraucht und gemobbt hat. Für das mächtige Medienhaus Axel Springer bedeutet das Verfahren ein echtes Problem. Wie alles ans Licht kam, erzählt Lea Eichhorn. Die erste Andeutung kam von ihm. Jan Böhmermann erwähnt im ZDF in einem Nebensatz das Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt. Vielleicht hat er gerade keine Zeit, weil er so viele andere Fragen beantworten muss in einem umfangreichen Compliance-Verfahren. Wer weiß? Ich glaube, dass es wirklich eine extrem ungewöhnliche Art war, wie diese Vorwürfe an die Öffentlichkeit kamen. Weil ich glaube, wie viel Prozent davon ist jetzt Comedy oder Satire und wie viel davon ist real. Ich glaube auch, dass der Spiegel dadurch sehr, sehr schnell dann die erste Meldung gebracht hat, wo er über dieses Compliance-Verfahren berichtet hat. Fehlverhalten gegenüber Frauen. Das genaue Ausmaß der Untersuchung? Derzeit noch unklar.
Die Geschichte wird bereitwillig aufgegriffen, weil sie alles hat, was eine große, süffige Geschichte ausmacht. Es geht um eine der bekanntesten Marken, die es in Deutschland gibt, um die Bild-Zeitung. Auch eine der polarisierenden Marken, der am meisten polarisierenden Medienmarken. Es geht um einen Chefredakteur, der sehr polarisiert. Julian Reichelt sitzt seit 2017 in der Chefredaktion der Bild und fährt seitdem einen harten Kurs. Bild ist sein Leben. Er ist extrem konfrontativ in seiner Art des Journalismus, gegenüber Institutionen wie dem Presserat sehr ablehnend. Wenn das plötzlich aussieht, als ob der fallen könnte, weil er extrem angreifbar ist und er sich vielleicht viele Dinge zu Schulden hat kommen lassen, klar bringt das eine große Aufmerksamkeit mit sich. Im Berliner Tagesspiegel bringt Chefredakteur Lorenz Marold gleich ein ganzes Drehbuch über eine fiktive Serie über eine Berliner Boulevardzeitung. Den Chefredakteur dieses fiktiven Blattes nennt er auch Graf Koks von der Gasanstalt. Niemand weiß, kann ich das jetzt als Journalismus behandeln oder muss ich das wie ein Märchen lesen? Das trägt bestimmt nicht zur Aufklärung bei. Auf Twitter stürzen sich UserInnen auf die Bild und ihren Chef. Da ist eigentlich alles drin, was eine große, süffige Geschichte ausmacht. Und natürlich auch zu viel Häme, zu viel Schadenfreude, zu viel Neugier und zu viel Klatsch anregt. Sie sagen zu viel, warum zu viel? Weil eine gewisse Nüchternheit in der Betrachtung immer gut ist. Je heißer eine Geschichte ist, desto nüchterner muss man drangehen. Die einzig nüchterne Neuigkeit in Sachen Julian Reichelt kommt am Samstag ausgerechnet aus der Springer Zentrale. Eine Stellungnahme. Reichelt sei auf eigenen Wunsch hin bis zur Aufklärung freigestellt. Externe Experten untersuchten die Vorwürfe. Das Unternehmen will sich mit Rücksicht auf die Beteiligten zunächst nicht konkret äußern. Was genau sind denn nun die Vorwürfe? Der Spiegel berichtet von Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Rund ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen werfen Reichelt dies vor. Vögeln fördern Feuern. Auch der Titel in süffigem Ton. Wer das sagt, bleibt unklar. Reichelt soll wiederholt intime Beziehungen zu jungen Mitarbeiterinnen geführt und diese beruflich gefördert haben. Ich glaube, dass es in vielen auch eine normale Verdachtsberichterstattung, gerade in diesem Umfeld MeToo, ist, die immer wieder das Problem hat zu sagen, da gibt es mehrere Frauen, die konkrete Vorwürfe erheben, die aber gute Gründe haben, die nicht so zu erzählen, dass sie identifizierbar sind. Und ich sag mal, der Spiegel hat sich sehr um die Frauen gekümmert und kam da anscheinend nicht wirklich weiter. Jedenfalls konnte ja keiner zitiert werden. Ich habe mal geguckt, wer die Hinweisgeber sind und bin da auf Benjamin von Stuckrad-Barre gestoßen. Benjamin von Stuckrad-Barre, Ex-Bildautor, Schriftsteller. Vorigen Sommer habe er dem Bildvorstand ein Instagram-Konzept vorgeschlagen, schreibt Simon. Das habe Bild abgelehnt. Er ist erst wieder eine Image-Kampagne starten und dann ist er an vorderster Front, wenn es darum geht, draufzuhauen bei Bild und Reichel. Das ist schon komisch. Eine offene Rechnung, möglich. Simon berichtet über diesen Zusammenhang als Erste in Horizont. Das sind aber nicht die einzigen Vorwürfe, denen Axel Springer nachgeht. Nach Medienberichten gehe es auch um Drogenkonsum. Die Neue Zürcher Zeitung benennt dieses Gerücht. Ein weiterer Vorwurf, Mobbing. Reichelts teils ruppiger Führungsstil ist bekannt. Er agiert unter hohem Druck. Die Auflage der Bild sinkt seit Jahren. Seit 2010 hat sie sich mehr als halbiert. Wie Reichelt Druck weitergibt, zeigte Amazon Prime in einer Doku-Serie. Eindrücklich und sehr nah am Redaktionsalltag. Es ist nicht die Zeit für Mails, es ist nicht die Zeit für Befindlichkeiten, es ist die Zeit dafür, überall, so sehr es geht, zusammenzuarbeiten, wie es nur irgendwie gibt. Es geht darum, dass wir in einer Zeit, in der unsere Auflage morgen um die Hälfte einbrechen kann, eine wirtschaftliche Perspektive haben. Bitte vergesst einfach alles, ob jetzt jemand im Ressort über euch steht, unter euch steht, neben euch steht, hinter euch steht, Hauptsache steht anderthalb Meter weg und Hauptsache ihr sprecht mit ihm. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo funktioniert was nicht, es wird im Moment niemand neben euch stehen und das fixen für euch. Das fixen wir entweder selber oder wir gucken uns in 3-4 Monaten an und sagen, von der 500.000 Auflage, die weg ist, ist gar keiner wiedergekommen. Das zeigt, und man kann es auch sehen in dieser Doku, Julian Reichelt hat eine Art, mit der für viele schwierig ist, umzugehen.
Er wird laut, er ist impulsiv, er will Recht haben, er ärgert sich wahnsinnig, wenn irgendwas nicht so klappt, wie er es gerne hätte. Insofern muss man jetzt gucken, ist das wirklich ein gezielter Machtmissbrauch? Oder ist das eine Form von Führung und eine Verhaltensweise, die man sich im Jahr 2021 abtrainiert haben sollte? Es geht auch um den Ruf des Medienhauses Axel Springer. Die eigenen Compliance-Regeln sind modern, aufgezeichnet wie ein U-Bahn-Plan einer Großstadt. In diesem Verhaltenskodex schreibt das Unternehmen: Wir dulden keine sexuelle, diskriminierende oder andere Form von Belästigung, Mobbing oder Einschüchterungen am Arbeitsplatz. Man darf auch das nicht vergessen, die Vorwürfe kommen im Kern aus der Redaktion. Ob sie stimmen oder nicht, wird sich hoffentlich rausstellen. Aber das sind jetzt keine Vorwürfe, die der Spiegel oder die Zeit oder irgendwer sich ausgedacht hat, sondern das Problem ist schon Julian Reichels Umgang mit den Leuten im eigenen Haus. Nun ist die Frage, wie entscheidet Springer-Chef Matthias Döpfner? Bisher hat er immer zu Julian Reichelt gestanden. Döpfner ist mehr als Vorstandsvorsitzender. Ihm gehören 22% der Springer SE. Sein Interesse muss dem Unternehmen gelten. Die Missachtung von Regeln kann zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden, Bußgeldern und zu Reputationsschäden für Axel Springer führen. Für Springer geht es in diesem Verfahren schon um viel, so laut und schmutzig und verhasst Bild auch sein darf, aus Springer Sicht. Ich glaube, das Unternehmen als Ganzes kann es nicht hinnehmen, in der Öffentlichkeit dazustehen als eins, das solche Vorwürfe nicht ernst nimmt. Und dieses Haus hat selbstverständlich nicht nur eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern Reichelts, sondern ja auch gegen Reichelt selbst als Mitarbeiter. Der bestreitet die Vorwürfe. Unsere Interviewanfrage an Reichelt lehnt Axel Springer ab. In einem inzwischen öffentlich gewordenen Redaktionschat schreibt er: Ich werde mich gegen die wehren, die mich vernichten wollen, weil ihnen Bild und alles, wofür wir stehen, nicht gefällt. Erinnern Sie sich noch an dieses Schiff, die Estonia? Vor 26 Jahren sank die Ostseefähre, dabei starben 852 Menschen. Das schwerste Schiffsunglück in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die Ursache dafür ist bis heute nicht genau geklärt. Also recherchierte jetzt ein schwedischer Dokumentarfilmer nach, untersuchte sogar das Wrack mit einem Tauchroboter und machte dabei eine brisante Entdeckung. Doch was macht der schwedische Staat? Stellt ihn vor Gericht. Gudrun Kirfel. This is Estonia. Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Mayday, mayday. Um 0.24 Uhr sendet die Fähre SOS. Besteht keine Hoffnung mehr, Überlebende der Estonia zu finden? Die meisten fanden den Tod im Bauch der Estonia. An der Unglücksstelle nur noch Leichen und leere Rettungswesten. In der Nacht zum 28. September 1994 sank das Schiff und 852 Menschen verloren ihr Leben. Bis heute ist die Unglücksursache nicht ganz geklärt. Der Untergang der Fähre gab viele Rätsel auf. Die Estonia war auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm, kurz vor der finnischen Küste, der Notruf. In weniger als einer Stunde sank die Fähre komplett. Was war die Ursache? Kurz nach dem Unglück wurde die Bugklappe geborgen. Sie war offenbar bei voller Fahrt abgerissen. Das Autodeck war in kürzester Zeit vollgelaufen. 3 Jahre dauerte es, bis der offizielle Untersuchungsbericht vorgestellt wird. Schuld am Untergang der Estonia sind Konstruktionsmängel. Schweden, Finnen und Esten der Kommission hatten sich in mühevollen Verhandlungen auf eine gemeinsame Sicht der Ursachen geeinigt. Die Verriegelungen des Bugvisiers hätten um ein Mehrfaches stärker konstruiert sein müssen. Doch Zweifel bleiben. Wurde die Ursache wirklich restlos aufgeklärt? Warum wurden die Toten nicht geborgen? Bis heute liegen sie im Wrack in 80 Metern Tiefe. Die schwedische Regierung hatte argumentiert, es sei zu gefährlich, sie zu bergen. Doch jetzt hat ein Filmteam neue Aufnahmen vom Wrack gemacht. Sie zeigen ein bisher unbekanntes Loch im Rumpf, 4 Meter lang. Wegen dieser Aufnahmen steht der Filmemacher in Schweden vor Gericht. Deck, green light to launch the ROV, please. Diese ferngesteuerte Unterwasserkamera hat das Wrack Meter für Meter abgefilmt. Copy.
ROV launched. Aufnahmen, die die Filmcrew eigentlich nicht machen durfte. Nach dem sogenannten Estonia-Gesetz gilt das Wrack als Grabstelle. Tauchgänge sind verboten. Sie würden die Totenruhe stören. Deutschland hat diesen Vertrag jedoch nie unterschrieben. Deshalb sind die schwedischen Dokumentarfilmer mit einem deutschen Schiff unterwegs. Der MS Fritz Reuter aus Rostock. Als sich das Schiff der Unglücksstelle nähert, ist die finnische Küstenwache schon da. What are your intentions? We are a documentary team that do a documentary film about the Estonia disaster. Yes, I understand. Is your intention to do some underwater operations? Yes. 2 Tage blieben sie an der Unglücksstelle, um Aufnahmen zu machen. Die ganze Zeit unter Beobachtung. Wir fahren jetzt nach Kiel, um die Fähre nach Göteborg zu nehmen, weil der Tauchgang, den das Dokumentarteam unternommen hat, Folgen hatte. Nämlich die schwedische Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen den Regisseur und den Kameramann. Wegen des Estonia-Gesetzes. Sie hätten die Totenruhe am Grab unten verletzt an der Estonia. Und deswegen drohen ihnen bis zu 2 Jahren Haft. Der Dokumentarfilmer Henrik Evertsson ging noch zur Grundschule, als das Unglück geschah. Die vielen offenen Fragen ließen ihm keine Ruhe. Also startete er eine Expedition. What did you feel when you saw the hole? I don't know if it's suitable for German television, but of course it was a oh shit moment. Because this was a very huge damage. It was so huge that it was impossible to fit it in one frame. So we needed to scan it, and it was growing and growing and growing. Diese Animation zeigt, über welche Länge sich der Schaden im Rumpf der Estonia erstreckt. Und was glaubt er, ist die Ursache für das riesige Loch im Schiff? Our mission has all the time been not to speculate. We're only presenting facts, and then it's up to the experts and the governments and politicians to decide what's next, what the next step will be. But it has been a lot of speculation, a lot of conspiracy theories, and I think it hurts a society like the Swedish or the Estonian in the long run. Im Gerichtssaal filmen dürfen wir nicht. Die Journalisten draußen erwarten, dass das Gericht die Aufklärung der letzten Rätsel der Estonia mit diesem Prozess nicht behindert. Oh, it's a deeply problematic because of the freedom of speech and freedom of expression. So we think that it's a problem that there is a prosecution at all. We think that journalism is not a crime. Am Abend läuft der Prozess gegen das Filmteam auf allen Kanälen. Filmteamet bakom den uppmärksammade dokumentären om Estonia. Med dokumentären om Estonia. Ja, den här Estonia-lagen från 1995 har faktiskt. Die schwedische Regierung hat mittlerweile angekündigt, sie wolle das Estonia-Gesetz nun ändern, um eigene Aufnahmen vom Wrack zu machen. Nach 26 Jahren. 2 Wochen hat sich das Gericht Zeit gelassen mit der Urteilsfindung. Jetzt wurde das Urteil gesprochen. Freispruch. Der Regisseur Henrik Evertsson ist freigesprochen worden. Nicht, weil es nicht ein Straftatbestand ist und bleibt, am Wrack zu tauchen und Filmaufnahmen zu machen, sondern weil er mit einem Schiff unter deutscher Flagge in internationalen Gewässern war. Und deswegen konnte er nicht verurteilt werden. Die Suche nach der Unglücksursache geht damit also weiter. Und nun sind wir am Ende der ZAPP-Sendung. Ab jetzt finden Sie aber täglich Neues von uns auch auf Instagram. Also schauen Sie auch dort gerne vorbei. Bleiben Sie wo auf.